So, willkommen hier zurück bei Borderlands. Ja, Fahrzeugpatrouillen vernichten. Hey, da habe ich mich ja die ganze Zeit schon drauf gefreut. Ja, ich denke, auch das ist wieder sehr schön. Ich denke, gegen Zilla oder Skagzilla werden wir noch ein bisschen warten. Weil, ja, und auch leveln vor allem, weil ich glaube, das ist ja gerade noch nicht ganz so glücklich, das Ganze. Ah, oh, das weiß ich doch alles schon. Jetzt kommen die mir hier doppelt auf die, rücken die mir doppelt auf die Pelle. So, wie komme ich denn hier aufs Dach? Ich habe nämlich da gerade was gesehen, das hätte ich gerne. So, wie kommen wir denn aufs Dach hinauf? Ich guck mal eben. Von hier überall nicht. Da können wir auch nicht hoch. Ich muss irgendwie nach oben kommen. So, von drinnen vielleicht. Können wir hier eigentlich rein? Ne, hier nicht, ne? Aber hier können wir rein. Weil vielleicht kommen wir von drinnen irgendwie aufs Dach, aber ich glaube, hier ist auch alles zu. Ja, da ist der Kollege. Erstmal hier ein bisschen plündern. Dass der einfach nicht geht, ne? Dass der immer noch da sitzt, weil wir haben ihn ja befreit. Aber das ist ihm irgendwie scheißegal. Der bleibt einfach da sitzen und denkt sich, ja, jetzt war ich schon die letzten 3 Tage hier, jetzt bleibe ich die ganze Woche hier sitzen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was den Typen reitet. Ja. Aufs Dächle. Warte mal, ich könnte vielleicht diesen Reifenstapel, diesen verführerischen, benutzen, um auf den Zaun zu kommen und müsste dann nur da oben balancieren. Wow. Ja, das geht. Und hier kommen wir auch rüber. Perfekt. So, die Kiste stand hier vorne irgendwo. Wow, da vorne ist sie doch. So, hier komme ich nicht hoch. Warum nicht? Was ist da los? So, da möchte ich hin. So, was gibt's denn hier Schönes? Oh! Ein Hard Sniper. 203 Schaden. Und hier ist ein Terrible Matador. Ja, die Matadors, die kann ich langsam nicht mehr sehen. Warte mal, der Sniper. Wie viel macht denn hier? Der macht. Ja, der macht allerdings Feuerschaden, ne? Aber trotzdem. Ja, ich meine. 80 Schaden gegen 203 Schaden ist natürlich schon. Ein gewisser Unterschied, um das mal dezent auszudrücken. Ne? Ich werde den mal gerade, glaube ich. Wo habe ich den denn? Waffen? Warte mal, Rocket. Hier. So, ich werde den einfach mal testen, weil das ist doch schon. Ja, die sieht ganz nice aus. Auf jeden Fall ein sehr schönes, großes Visier. Allerdings ranzoomen, mehr ranzoomen geht damit auch nicht. Leider Gottes. So, das ist die Fahrzeugpatrouille. Vielleicht kann ich die ja von weiter weg ausschalten. Ansonsten mache ich das ganz wie gehabt einfach mit einem Auto. Und schieße sie mit Raketen ab oder so. Guck mal, wie weit die mich ranlassen. Ja, vielleicht kann ich die einfach aus dem Fahrzeug snipen. Das wäre natürlich perfekt. Das wäre absolut mega gut. Ja. Ich glaube, dass. Ja, der ist aber noch. Normalerweise. Okay, da vorne backt es ein bisschen rum. Sind das nicht. Da vorne sitzt doch noch einer. Warte mal, der hat das irgendwie gar nicht mitbekommen. 112 Schaden habe ich aber, glaube ich, eh dem Fahrzeug gemacht, nicht dem Fahrer. Finde ich auch interessant, ne? Sein Geschützturm da oben wird abgeschossen. Und den interessiert das einfach nicht. Mist, ich treffe den nicht. Ich treffe nur das Fahrzeug. Ich meine, das geht natürlich auch, aber dann würde ich eher Raketenwerfer da hinten hinfeuern oder hiermit. Och, das geht ja. Das geht ja. Das ist ja okay. Machen ja relativ viel Schaden. Bumm. So, das war die erste. Ich glaube, den Rest machen wir tatsächlich. Wobei, die werden mir ja auch gerade angezeigt. Da ist die nächste. Warte mal eben. So, hier geht auch ein bisschen mehr Munition rein, ne, als bei dem anderen. Und schau. Jetzt hat er sich natürlich gemerkt, ne? Wow, hey. Okay, wir lassen das mal. Wir werden, ich denke, wir werden das mit den normalen Autos machen.
Das ist mir ein bisschen zu heiß, die ganze Geschichte. So. Ja, mach ich. So, erstmal rot. Und dann Raketenwerfer, auf jeden Fall. Ich hab die Karre. Wunderbar. So, kommen Sie doch mal ran. Bumm. Ach Gott, die sind so lame einfach. Ach so. Oh. Kann ich die auch aufs Dach legen? Das wäre natürlich. Ja, kann ich. Geil. Ach, schön. Aber die können sich irgendwie wieder rumdrehen. Das ist ja auch irgendwie toll. So. Hier das Batmobil ein bisschen ausfahren. Hallo. Ihr könnt ja noch was anderes aus dem Kreis fahren. So. Wunderbar. Den einen haben wir schon rausgedingst. Oh. Ah. Verdammt, die können mich umfahren, ne? Ja, la la la. Das haben wir ja schon festgestellt. Dass wir da ein bisschen vorsichtig sein müssen. Ja, 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 ja. Er hatte nicht mehr viel. So. Da hinten ist auch noch irgendwas in die Luft geflogen. Ja, schön. So, wir holen uns mal ein neues Auto. Ist mir doch lieber. So, zum Fahrersitz, bitte. Achso. Ach, ich kann das umdrehen. Ach, das ist ja nett. Vielen Dank, dass ich das auch mal erfahre. Vielleicht hätte ich das andere dann auch so befreien können. So, Schnauze jetzt. Bumm. So. Das geht ja besser als gedacht. So, wie konnte ich nochmal... Ach ja, mit F. Ist hier... Wo soll die Fahrzeugpatrouille denn sein? Hier drin oder was? Aufwachen! Ich glaube nicht, dass das verbuggt ist hier. Weil die sollen wahrscheinlich hier rauskommen, aber da kommt keiner. Oh nein. Da vorne fährt einer. Jawohl. Das ist ja schon irgendwie nice, ne? Ja, ja, komm. Ganz kann ich schon lange. Bumm. Na komm, noch ein Treffer. Ja, danke schön. So, mal kurz ein bisschen Abstand gewinnen. Gibt Lucky dir nur Aufträge, wo es darum geht, mein Zeug zu schrotten? Ich glaube, der setzt diese Dreckskerle nur in meine Karren, damit du sie dann hochjagst. Ja, womöglich. So. Da ist schon der nächste. Möglich ist, wie gesagt, alles. So, bleiben Sie doch mal stehen, junger Mann. So, danke. Mein Gott, Pipi-Job hier, ey. Einfach ein paar Autos abknallen. So, wo bleibt der nächste? Ich möchte weitermachen. Ich komme doch gerade erst in Fahrt. Im wahrsten Sinne. Da oben ist einer, oder? Ja, da oben ist einer. Bom. Ich muss sagen, du hast daneben geschossen. Okay. Ah, Pipifax hier. So, tschüss. Da rollt noch der Reifen weg. So, wo haben wir denn hier noch einen? Da rennt noch einer. Den machen wir erstmal platt. So. Guten Morgen. So, wo leben denn jetzt noch hier Fahrzeugpatrouillen? Da ist noch einer. So gut wie gewonnen eigentlich. Oh, 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 Vorsicht. Ich muss gerade mal ein bisschen genauer schießen.
So nämlich. So, einer fehlt noch. Ich lade aber gerade noch mein Schild wieder auf. Ich fahre gerade mal ein bisschen im Kreis. Ah, das ist so cool mit dem Beschleunigen. Ich springe mal hier gerade über das Ding hier. Ich glaube, da hinten ist die letzte Fahrzeugpatrouille. Wow. So, was ist denn da oben? Was ist das für ein Portal da? Ach, sind das die Teleporter-Dinger? Ah, warte mal, das könnten die Teleporter sein. Ich probiere die, glaube ich, gleich mal aus. So, da unten ist auf jeden Fall die letzte Fahrzeugpatrouille. So, wie wir da jetzt mal ein bisschen ausdünnen werden. Oh, bleib so stehen, das ist gut. Perfekt. Da können wir einfach drauf schießen. So, das war's. Dankeschön. So, Räuberbandit. Ja, schön. Ja, alles egal. Oh, guck mal, die halten viel weniger aus. Oh, er hat dich dazu gebracht, ein paar von meinen Karren hochzujagen. Banditen hin oder her. Das waren astreine Flitzer. Da kann ich doch nichts für. Du musst schon mal gucken, wem du deine Sachen verkaufst, Freundchen. Da kann ich doch nichts für. So, wo ist jetzt der andere? Ich wollte nur mal gerade mein Schild ein bisschen aufbessern. Oh! Ah, scheiße. So, drehen, bitte. Na, danke! Was macht ihr denn da? Hallo? Okay, warte, so. Eieieiei. Das war ja was. So. Das kann wieder in Sicherheit bringen. Okay, so, hier oben ist noch irgendwas, wo wir noch nicht waren. Oder waren wir hier schon? Ne, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Da ist noch rot. So, lass mich mal gerade aussteigen. Die Karre qualmt nämlich schon gehörig. So, das Ding haben wir noch gar nicht. Jawohl, Außenposten. Sehr gut, vielen Dank. Hier könnten wir uns dann auch noch ein Fahrzeug freischalten. Wenn wir es denn bräuchten. Ja, cool. Ja, einfach noch ein Außenposten. Okay. Wird nicht so das berühmte Ding hier. So, ich würde nämlich mal interessieren. Einmal müssen wir jetzt natürlich die Mission noch abliefern. Oh, warte mal. Hier steige ich auch nochmal aus. Hier liegt noch ein bisschen was. Und hier gibt es auch noch was. Vielen Dank. Wow. Immer mit der Ruhe. Da habe ich noch einen Briefkasten übersehen. Wie konnte ich nur? Ach, sieh nur. Revolvus Munitionus. Okay. So, ich glaube, das sind die Teleporterportale. Ich habe das letzte Mal gesagt, ich habe die irgendwie nicht hier so wirklich gefunden, die Stationen. Ach so. Stimmt, der existiert hier auch noch. Kann ich nicht einfach... Warte mal. Ich will mal was wissen. Der rennt ja jetzt da unten rum, ja? So, kann ich nicht einfach von hier oben runtersnipen und ganz feige den von hier oben abschießen? Nee, ne? Das wird nix. Der müsste dann hier vorne irgendwo rumrennen, aber das tut er natürlich nicht, weil er natürlich ein Schlauer ist. Ich glaube auch nicht, dass das vom Spiel vorgesehen ist. Ich könnte eventuell... Ja doch, die Kugeln kommen da unten an, aber... Der Silla steht jetzt natürlich nicht... Ja, da hinten steht er. Mach ich dem Schaden? Wäre ja cool, obwohl so viel Munition kann ich wahrscheinlich gar nicht. Ich mach dem Schaden. Mach ich dem Schaden oder mach ich ihm keinen Schaden? Ich glaube es eigentlich nicht. Also ich glaube nicht, dass das vom Spiel so vorgesehen ist. Weil das. Dann könnte man das ja ganz einfach cheaten. Ich denke, wir müssen in die Arena dafür. Ich würde das Fahrzeug dafür gerne nehmen, aber damit kommen wir natürlich nicht da rein. Da ist natürlich extra hier vorne so ein. So ein Ding im Weg, dass man da nicht rein kann, natürlich. Na gut. So, ich guck mal eben, was es mit diesem Portal da oben auf sich hat. Ja, Musik kann sich mal wieder beruhigen. Ich habe jetzt eh noch nicht vor, da hinten hinzugehen. Dafür müssen wir noch ein bisschen stärker werden. Wir machen dem einfach noch nicht genug Schaden. Wer schießt hier? Hier. Hast du das gesehen? Na, hast du das gesehen? Geil, wa? So, vielen Dank. So, müssen wir mal ein bisschen aufräumen. Kommen die jetzt jedes Mal? Das wäre ja toll.
Oder das ist einfach nur die Quelle dessen. Da oben haben wir ja das Ding eingeschaltet, deswegen könnte es auch sein, dass das einfach damit gemeint ist. Ich möchte einfach nur wissen, wo diese Teleporterpunkte sind. Das wäre ganz fantastisch. Ja, ja, das ist einfach nur das Ding. Aber wo kann ich mich jetzt teleportieren? Das habe ich immer noch nicht rausgefunden. Wo sind jetzt diese Teleporter? Sieht man das vielleicht auf der Karte? Warte mal. Schwarzbrett, Außenpostenübergang, noch nicht entdeckt. Fahrzeug-Medi-Wegpunkt, ja. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Nun gut, wir müssen ja sowieso erstmal die Mission abliefern. Also alles gut. Benutzen. Hatte ich das eventuell noch nicht gemacht? Moment, muss mal eben was gucken. Noch nicht entdeckt über Medistation, Wegpunkt. Nö. Ich habe jetzt da drauf gedrückt. Vielleicht habe ich das. Ich habe das aber letztes Mal aktiviert. Okay, falls da jemand. Ah, na toll. Schnauze! Ich wollte eigentlich mit Scharfschützengewehr arbeiten. So, warte mal. Ah, super. Das gefällt mir. So. Kurz in Deckung gehen hier. Alter, wo kommen die denn jetzt alle her? Haben die sich jetzt nur aktiviert, weil ich da auf das Ding gedrückt habe, oder was? Scheiß Treppe im Weg. Oh, sind da viele, ey. So. Hier war doch eben auch noch einer. Ich hab's doch genau gesehen. So, einer. Ne, zwei leben noch. Ist schon recht gut, die Waffe, aber die hat, das Magazin ist zu klein. Leider. So, wo ist denn jetzt noch einer? Draußen auf dem Felde. Naja, das ist schön. Da kann er gerne bleiben. Wir geben jetzt erstmal die Quest ab. So, keine Ahnung, wo wir teleportieren können. Ich weiß es einfach nicht. Genau, wenn ihr es wisst, einfach mal kurz in die Kommentare damit. Vielleicht finde ich es ja im Laufe des Spiels noch raus. Meine Güte. Ich bin so der geilste Fahrer der ever. Ich bin der beste Fahrer der Welt. Ich glaube, ich dürfte nie GTA spielen oder so. Weil GTA jetzt auch nicht so das Ding ist, was ich gerne mag. Also ich bin kein GTA-Fan leider. Jetzt werden sie alle sagen, was? Angus? Nein. So, Klositze. Wie heißt der eigentlich nochmal? Genau, der Lucky. Straßenkrieger, heißer Schusswechsel. So, ich möchte die gerne einzeln abgeben. Danke. Ein großartiger Anfang. Jedes zerstörte Banditenfahrzeug schwächt Mad Mel nur noch mehr. So, der Mad Mel also. Alles klar. So, das haben wir. Wunderbar. So, muss ich hier noch was? Straßenkrieger, Banditenabwehr, töte. Töte Mad Mel und sprich mit dem Claptrap, um nach New Haven zu gelangen. Mad Mel getötet, mit Claptrap gesprochen. Du hast die Banditenbande an diesem Gebiet dezimiert. Ihr Anführer Mad Mel muss sich dir stellen. Denn jegliche Untätigkeit seinerseits würde die Anhänger der Anzeichen von Schwäche betrachten. Mach ihn im Dale Headland ausfindig und bereite seiner Leidenschaft für das Blutvergießen ein Ende. Aber sei vorsichtig. Er kann jedes beliebige Fahrzeug in eine tödliche Waffe verwandeln. Wenn er tot ist, setze deine Reise nach New Haven fort. Sprich mit dem Claptrap am Tor. Ja, bitte, das möchte ich gerne machen. So, vorher werde ich aber noch ein paar Waffen verkaufen. Wir haben nämlich wieder jede Menge Müll hier dabei. Hier so eine Blast-SMG, die kein Mensch braucht. Eine Patrol-SMG, die kein Mensch braucht. Okay, ansonsten Schild, ja, Guerilla-Schild. Ich glaube, das reicht erstmal. So. Was ist das denn hier? Cobra? Nee, weg damit. So, hier haben wir noch die Fantastic. Nee, ich habe Fantastic gerade gesehen. Die Frantic Machine Gun. Die haben wir natürlich auch noch.
Ja. Macht 54. Nehmen wir mal Rifle. Machine Gun 48 Schaden. Und die ich jetzt habe, die macht 54. Ja. Das ist jetzt nicht ganz so toll. Können wir die eigentlich verkaufen, oder? Ja. Ach. Ich gehe erstmal weiter. Wir machen jetzt mal die nächste Mission gerade. Moment eben. So, Banditenapokalypse. Da müssen wir hin. Wo ist das Ganze denn? Ich schau mal eben. So, das ist gar nicht mal so weit. Perfekt. Dann fahren wir doch gerade mit der Karre hin, würde ich sagen. Wenn der sowieso mit dem Fahrzeug unterwegs ist, dann fahren wir doch da einfach mal mit unserem Auto hin. Würde ich sagen. Ich denke mal, das Raketenfahrzeug ist dafür ganz gut. So. Matt Mel also. Er ist der Nächste. Gucken, was der so drauf hat.